Ja, servus Leute, heute haben wir Montag, den 20. am Abend und wie wir alle wissen, ist ja am 24. und 25. das große Eröffnungswochenende hier im Till. Und deswegen bin ich heute Abend da und schaue mir mal an für euch, wie weit eigentlich schon die Umbauarbeiten sind und wie weit sich die Legende jetzt schon neu definiert hat. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal im Außenbereich. Unter dem neuen Schild durch in den wunderschönen Außenbereich, oder sollte ich besser sagen, Lagune mit einem Wasserfall und 1A klarem Wasser. Der Außenbereich, der macht schon einiges her und jetzt schauen wir mal weiter im Till Club, was sich da so getan hat. Rein in den Till Club, wo auch schon das Bier für euch kalt gestellt wird, natürlich genauso andere Getränke. Das ist dann so ein Kühlschrank in seiner vollen, befüllten Pracht. Und das ist unser neues DJ-Pult Fesh, oder? Ja, und diese Bad Boys haben sich auch vermehrt. Das ganze Setup wird dann durch die neuen Boxen und LED-Wand, die diese Woche noch kommen, komplementiert. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal ins Till Stadel. Ja, rein in Stadel, natürlich mal Richtung Bar, von der Atmosphäre, wie ihr seht, schön urig. Hinten wartet der Franzi auf euch, der hat schon ein Lächeln auf den Lippen, wenn er daran denkt, wie ihr in die frisch polierten Gläser unsere neuen Getränkeangebote füllt, mit denen es richtig flüssig wird. Ja, wie ihr seht, Leute, es hat sich wirklich einiges, ich würde sogar behaupten, eine Menge getan. Till Eulenspiegel, eine Legende, definiert sich neu. Dieser Satz, der stimmt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen an Guster machen können und wir sehen uns dann am 24. und 25. hier im Till und werden einmal gemeinsam richtig feiern. Also, bis dann Leute, wir sehen uns.